Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins auf MyRegio.tv. Lokales und Regionales wie immer, kurz und kompakt. Schön, dass Sie uns wieder angeklickt haben und hier sind die Themen unserer aktuellen Sendung. Auf dem Effelder Waldsee schweben wir mittels eines Jetskis und einem sogenannten Flyboard bis zu 10 Meter über dem Wasser, begeben uns in die Welt von Legionen, Gladiatoren, Römern und Kelten und besuchen dabei das Römerfest in Rimburg, begleiten eine alte Grubenlok zu ihrem neuen Standort am ehemaligen Schacht 5 der Zeche Sophia Jacoba und erleben ein farbenprächtiges Feuerwerkspektakel zu den Klängen von Walt Disney. Der Funsporttrend des Sommers heißt Flyboard. Nach dessen Entwicklung im Jahre 2011 durch den Jetski-Fahrer Frankie Zapata wurde das Gerät bei den Jetski-Weltmeisterschaften in China 2012 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Amici Beach am Effelder Waldsee bietet auch in diesem Jahr wieder einige interessante Neuerungen. Das Flyboarding ermöglicht dem Benutzer die Fortbewegung unter und auf dem Wasser sowie bis zu 10 Metern in der Luft. Fly- und Hoverboarding ist eigentlich ein Jetski, wo die Drüse aber abgedeckt wird durch einen Schlauch. Und durch den Schlauch geht all das Wasser, was normalerweise durch die Drüse und auch sorgt für den Anschub von einem Jetski, geht durch einen Schlauch hoch zum Flyboard und hat so viel Kraft, dass er leicht eine Person bis zu 10, 12 Meter aus dem Wasser raus stauen kann. Bevor es losgehen kann, bedarf es noch einiger Vorbereitungen und der richtigen Montage des Flyboards an den rund 260 PS starken Jetski. Arnu Stoppels aus den Niederlanden gehört zu den Top 8 Flyboardern und zeigt sein Können auf der ganzen Welt. Ich finde es schon ein bisschen außergewöhnlich, ne? War eine besondere Attraktion. Hat man bisher nur im Fernsehen gesehen, jetzt sieht man das mal live, finde ich schon ganz interessant. Ne? Und das in Effeld ist schon toll. Vorsichtig wird auch die Jugend an den neuen Sport herangeführt. Dem 9-jährigen Zino macht es sichtlich Spaß. Also ich muss sagen, hier am Effelder Waldsee ist ein einmaliges Ambiente. Und man kann hier, ob groß, ob klein, sehr viel Spaß haben mit Freizeit. Und dementsprechend, wie Sie auch eben hier gerade wieder sehen, mit dem Flyboard natürlich dementsprechend eine Attraktion, was nicht jeder bietet. Und muss sagen, in der Form auch hier die Lounge mit den Möglichkeiten auch für Kinder oder auch für Erwachsene eine einmalige Sache. Keine Idee, die nicht noch erweitert, verbessert oder abgewandelt werden könnte. Seit Mitte des Jahres gibt es das Hoverboard. Mit dem bereits bekannten Antrieb werden Geschwindigkeiten von ca. 25 km pro Stunde und Luftsprünge bis zu 5 Metern erreicht. Sehr interessant, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, ein Sport, was einen herausfordert. Oder sage ich mal auch eine Maßnahme, die für Jung und auch für Alt. Ich glaube, eben gekriegt, ab 13 Jahre kann man das, glaube ich, machen. Das heißt, auch für Kinder, die es interessant ist, aber auch für Erwachsene, die sagen, okay, was Aufregendes, sage ich mal, vornehmen möchte in dem Wassersport her, ist das eine ganz interessante Sache. Also ich bin begeistert, muss ich sagen. Und wer doch lieber zuschaut, anstatt den neuen Trendsport selbst auszuprobieren, der macht das vom neuen Amici Beach Club aus, für den Christoph Zumfeld und sein Team verantwortlich zeichnet. Was wir auch neu haben dieses Jahr am Effelder Waldsee sind neue Übernachtungsmöglichkeiten. Wir haben zwei Zwei-Personen-Lodges, zwei Vier-Personen-Lodges und zwei Fünf-Sechs-Personen-Lodges. Alles mit einer ganz besonderen Architektur und das versuchen wir nächstes Jahr auch noch ein bisschen auszubreiten, aber immer mit etwas Besonderes. Die Zeit der Römer ist eng verbunden mit der Geschichte der Euregio im Allgemeinen sowie Rimburg und Überpalenberg im Besonderen. Entlang der Wurm, in der Nähe der ehemaligen Römerstraße, wird diese Epoche nun wieder lebendig. Rimburg ist ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Landgraaf und liegt unmittelbar an der Wurm.
Zur Römerzeit überquerte eine Heerstraße die Via Belgica den Fluss, der heute noch die Landesgrenze darstellt. Marschieren, exerzieren, Schildkröte bilden. Eindrucksvoll demonstrieren die Legionäre die Stärken der römischen Armee. Die Legionäre sind die Kraft des Roms. Ohne die Legionäre war Rom niemals so groß, so kräftig geworden. Aber selbstverständlich, in das römische Leger, Armee, sind auch die besten, die größten Soldaten. Und immer sind die erkennbar an die große Helmplaum und der Stock. Das sind natürlich der meist, der best, de größte Soldaten. Mich. Dat is wat u ziet. En als het tegen zit, is het het laatste wat u ziet. In den Marschlagern schlagen die Militärgruppen ihre Zelte auf und präsentieren den friedlichen Alltag der Legionen. Was ihr hier seht, ist ein Militärlager. Und wir haben die Zelte vom Leder. Und was Sie auch sehen, sind die Soldaten, wo die Rüstungen putzen und die Schuhe machen und essen. Ein normales Leben. Wir haben auch gekämpft und nur wir haben Ruhe. Die Bevölkerung des römischen Dorfes bestand größtenteils aus Handwerkern und Händlern. Diesen schauen wir einmal bei ihrer Arbeit über die Schulter und nutzen die Möglichkeit zum Feilschen und Handeln. Was ich hier mache, sind halt römische Schreibtäfelchen, sogenannten Tabulae Ceratae, also Wachstafeln. Sieht dann so aus, das Endprodukt. Wenn also die Holztafel ausgegossen wurde mit Wachs, man schreibt also hier mit der Spitzenseite des Stilus ein, zum Beispiel im römischen Name Quintus Vitinus Verus. Wie in der römischen Kursivschrift würde es so aussehen. Und wenn man die Tafel, die ist wunderbar recyclingfähig, die kann man wiederverwenden, das heißt man macht Tabula Rasa, nämlich die breite Seite von dem Stilus und schmiert eigentlich das Wachs gerade wieder zu. Und dadurch ist diese Tafel immer wiederverwendbar und letztendlich wäre sie sogar, wenn man zwei zusammenbindet, auch als Brief verschickbar. Der keltische Stamm der Noriker, der für seine Schmiedewaren, insbesondere seine Schwerter aus Damaszener Stahl berühmt war, galt gewissermaßen als Hauslieferant der Römer. Auch Jan Steutje liebt die Arbeit mit diesem Material. Nach dem letzten Mal, dass die Römer hier waren, habe ich vor ihm angefangen, das Schild zu bauen, was hier hinter uns steht. Und wie das fertig war, bin ich angefangen mit dem Schwert. Und ich bin ein Hobbyist von Damaszener Stahl, Hobbyschmiede. Und das ist viele Male gefaltet. Das wird Lagen Metall aufeinander geschmiedet, wird ausgeschmiedet, gebogen und wieder aufeinander geschmiedet. Also das geht 2 mal 2 ist 4, 4 mal 4 ist 16 und so bauen sich die Lagen auf. Dann am Ende wird das geätzt und dann werden die Lagen werden sichtbar. Das hier ist Bronze gegossen, Ebenholz und Elefantzahn. Die Darsteller des Römerfestes spielen ihre verschiedenen Rollen leidenschaftlich und äußerst authentisch. Im nachgebauten Straßendorf bekommen die Besucher einen Einblick in das Leben der Römer zur damaligen Zeit. Das ist eine römische Stube, das ist eine Taberne. Und wir haben römisches Essen, das ist ein traditionelles römisches Rezept. Und das ist ein Puls, und das ist keine like, römische Risotto. Es ist mit Tarwe, das ist dieses. Und sie machen das mit Weißwein und Wasser und Zwiebeln, Kartoffeln auf der Feuer für 4 Stunden. Und dann haben sie ein Puls und das ist typisch römisch. Es ist sehr, sehr schön. Bevor wir Ihnen gleich eine historische Lok zeigen, Lok kennen wir sie noch ganz kurz in die Werbung. Edeka Henskes in Wassenberg. Täglich Frisches von 7 bis 21 Uhr. Eine riesige Auswahl vitaminreicher Obstsorten und viel Frisches vom Bauern um die Ecke. Qualität aus Meisterhand mit weit über 100 Wurst- und Fleischspezialitäten und einer reichhaltigen Auswahl an frischem Fisch. Im Weinsortiment finden Sie für jeden Gaumen den richtigen Tropfen. Den großen Durst stillen Sie in unserem Getränkemarkt. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Edeka Henskes.
Wir lieben Lebensmittel jeden Tag. Freiheit, Lebenslust, grenzenlose Vielfalt bei Juwelier Kaya in Erkelenz. Edelstahlschmuck der Marken Ernstes Design, Breil, Piero Magli sowie ganz neu Steelware. Ob schlicht, edel oder extravagant, wählen Sie Ihre einzigartige Kombination und stellen Sie Ihr Collier oder Ihren Ring nach Ihren Wünschen individuell zusammen. Juwelier Kaya führt außerdem hochwertigen Schmuck in 585er und 750er Gold, mit und ohne Brillanten. Wir haben ständig mehr als 750 Freundschafts- und Trauringe in unserem Geschäft. Markenuhren von Ingersoll, Boss, Dolce Gabbana, Marco Polo, Bruno Banani, Icewatch, Certus, Girl Only und Hector zu unschlagbaren Preisen. Juwelier Kaya, Kölner Straße 28 in Erkelenz. Nach der Schließung der Zeche Sophia Jacoba im Jahre 1997 fanden deren Loks oftmals als Spielgeräte eine neue Heimat auf Schulhöfen und Spielplätzen. Die Lok 33 kehrt jetzt wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Die wassergekühlte Stangenlok aus dem Jahre 1951 erlebt nach der Schließung von Sophia Jacoba ihr zweites Leben als Spielgerät auf dem Gelände der Grundschule in Arsbeck. Unzählige Kinder sind bereits auf ihr herumgeklettert, bis nun die Behörden festlegten, dass die Lok als Spielgerät zu viele Risiken in sich birgt. Stefan Gratis, dessen Hobby das Geocaching ist, wollte auch in dieser Lok einen Catch beherbergen und erfuhr so, dass der Lok 33 die Verschrottung droht. Eigentlich wollten wir mit Geocaching die Kinder und Jugendlichen wieder so ein bisschen für den Bergbau begeistern und haben gedacht, diese beiden Loks jetzt hier in Arsbeck und in Klinkum, das ist ideal, um da den Geocache zu verlegen. Das Problem war halt, die Grundschule hat geschlossen in Klinkum, die Arsbecker Schule. Hier darf die Lok nicht mehr als Spielgerät benutzt werden. Jetzt war es für uns natürlich eine Herzensangelegenheit, diese beiden Loks irgendwo zu erhalten. Die Klinkumer Lok ist jetzt zur Grube Adolf nach Merkstein gegangen, hat da die neue Heimat bekommen. Und für uns war es hier wichtig, dass der Schacht 5 von Sophia Jacoba, weil viele wissen gar nicht, dass auch in Wassenberg Bergbau in großem Maße betrieben wurde, dass man da nochmal so ein bisschen drauf aufmerksam macht. Der Bauhof in Wassenberg hat ein Fundament gegossen, der Heimatverein Wassenberg, der macht eine wunderschöne Tafel und ich denke, mit der Lok in Wassenberg, da werden viele Leute jetzt dran vorbeigehen und sagen, also hier war auch der Bergbau lebendig. Ne? Joachim Rother, der seit 1964 Loks unter Tage geführt hat, erinnert sich noch gut an die unterschiedlichen Modelle. Ich war über 30 Jahre Lokfahrer unter Tage, bin auch mit diesen Maschinen vertraut. Wir haben drei Generationen von Loks. Das ist einmal die Deutzer Stangenlok, dann kam die Deutzer Lok mit zwei Führerhäusern, nicht so wie hier die eine, sondern man konnte umsteigen, in jede Fahrtrichtung saß man vorn. Dann kamen die Doppelloks, die wogen 32 Tonnen, die wurden durch den Motorwagen 16 Tonnen und der sogenannte Bremswagen 16 Tonnen. Die 75 PS starke Diesellok war 14,4 Kilometer schnell und wog betankt inklusive ihres wassergekühlten Motors rund 10 Tonnen.
Der zusätzliche Wassertank bedurfte der besonderen Aufmerksamkeit des Lokführers. Die Lok hat zusätzlich zu dem Dieseltank hat die einen Wassertank. Das heißt, der Lokführer musste peinlichst auf das Wasser achten im Tank, dass der Auspuff nicht trocken läuft. Die, einmal wegen dem Qualm, da waren vor dem Auspuff Platten, die wurden jede Schicht oder spätestens jede zweite Schicht mussten die gewechselt werden. Die wurden dann gereinigt und durch neue wieder ersetzt. Wichtig ist, wenn die Maschine trocken gelaufen ist, dass die kein Wasser hatte, dann konnte es zum Funkenflug kommen. Die meisten Loks oder die waren so eingestellt, wenn der vergessen hat, der Lokfahrer, Wasser zu tanken, dann gingen die auf der Strecke aus. Und dann war die Sicherheit gegeben, dass da eben nichts passieren konnte. Mit einigen gekonnten Handgriffen sowie dem Einsatz moderner Technik des Abschleppunternehmens Pechmann und des Bauservice Jägers aus Wassenberg wird die Lok in kurzer Zeit sicher auf einem Anhänger zu ihrer letzten Reise nach Rosenthal verladen. Rund eine Stunde später trifft der Konvoi auf dem heutigen Gelände des Baubetriebshofes ein. Die eigens zu dieser Fahrt angereisten Kumpel aus Limburg lassen es sich nicht nehmen, die Lok zu ihrem neuen Standort zu begleiten. Letzte Handgriffe am bereits neu angelegten Gleisbett und der Umsiedlung von Lok 33 steht nichts mehr im Wege. So, Glück auf, liebe Leute, wir als Limburger Kumpel haben uns sehr gefreut, dass wir hier im Raum Hückelhofen hier unseren Beitrag haben mitgehen können, dass wir hier die Leute alle haben mit in die Lok. Und weil wir hier gute Freunde in der Kreis haben, wollen wir dazu halten. Und ich meine, ich spreche aus Namen meiner Kumpel, dass das uns sehr, sehr gefallen hat und sehr die Freundlichkeit von den deutschen Leuten hier. Der Heimatverein Wassenberg, der freut sich sehr, dass diese Lok heute hierhin transportiert worden ist. Viele Menschen wissen nicht, dass Schacht 5 hier an diesem Ort in der Tradition des Bergbaus unserer Gegend eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen freue ich mich, dass diese Lok heute hier hinkommt und damit auch hier an diesem Ort daran erinnert. Für den Heimatverein Wassenberg ist das ganz wichtig, dass wir diese Industrietradition mit einbringen und dass auch hier viele Wanderer und viele, die hier diesen Ort besuchen, daran erinnert wird. Mehrere tausend Besucher, darunter viele Familien mit ihren Kindern, bevölkern den Stadtgarten des Brückenkopfparks in Jülich und erliegen dort der Faszination des Höhenfeuerwerks Sternenzauber. Bevor sich Funkenpfeile, explodierende Sterne und rotglitzernde Herzen in den Abendhimmel erheben, begeistert das Rahmenprogramm die Besucher bereits seit dem späten Nachmittag. Dabei üben die Tiere der Falknerei Bergisch-Land ihren ganz besonderen Reiz aus. Das ist unser Max Moritz aus der Falknerei Bergisch-Land, ein europäischer Uhu, sprich auch ein heimischer Vogel, den man durchaus in Steinbrüchen finden kann oder an felsigen Wänden, da nisten die gerne. Das Gewicht des Weißkopfseeadlers wird dabei auch schnell einmal unterschätzt. Schwerer, als man sich das im ersten Moment vorstellt, vor allen Dingen auch über so 30, 40 Sekunden, die 5 Kilo auf dem ausgestreckten Arm, ist halt schon eine andere Erfahrung. Interessant ist, dass das Tier extrem schnell blinzelt und sobald man die nackte Hand irgendwie in die Richtung gibt, direkt versucht, da dran zu picken. Also da sollte man aufpassen. Aber sonst ist es auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Majestätisches Tier. Guests of Nature präsentieren unter der beleuchteten Zeltmuschel schnorkellose Covermusik der 70er und 80er Jahre. Mit Folk, Rock, Blues und Reggae verkürzen sie ganz nach dem Motto Back to the Roots die Wartezeit bis zum großen Feuerwerk. Südamerikanische Lebensfreude versprüht das Ensemble Fiesta Brasil mit den typischen Rhythmen ihres Landes. Musik und Tanz wie auf den Straßen von Rio de Janeiro, während Pyrotechniker Steffen Bräunlich und sein Team die letzten Vorbereitungen treffen. Und auf diese Musik haben wir die Effekte speziell angepasst, speziell rausgesucht, die Effekte, um einfach dem Thema Disney farbenfroh, effektfroh nachzukommen. Wir haben hier ungefähr um die 800 Großkaliberbomben stehen und ca. ich schätze einfach mal 2000 Schuss, 2500 Schuss kleines Material, um die ganzen großen Effekte zu untermalen.
Zur Einstimmung in das Himmelsspektakel zeigt Feuerkünstler Daniel Heuer die Perfektion der Feuerakrobatik. Im Zusammenspiel von Musik und Taktgefühl, im Einklang mit Feuerseilen, Kugeln, Stäben, Funkenregen und Fackeln steigert er die Erwartungen der Besucher. Ich habe die Karten im Internet bestellt, weil ich habe das in der Zeitung gelesen gehabt, dass es das gibt. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, was hier dann passiert in den nächsten Minuten. Man stellt sich halt schon so vor, dass man halt so mit Walt Disney Figuren und dann halt die Musik im Hintergrund dazu und vielleicht singt da jemand mit. Also ich bin jetzt das zweite Mal hier. Ich war vor 2 Jahren das erste Mal hier und da war ich so begeistert von. Deswegen habe ich das jetzt im Radio gehört und habe jetzt gedacht, mit Walt Disney, da müssen wir hin. Angesteckt. Ja, genau, und habe dann alle Mädels angesteckt. Feuerwerke faszinieren die Menschen seit jeher. Wir sind hier im Brückenkopfpark, wollen heute ein schönes, tolles, musiksynchrones Feuerwerk gestalten, die Menschen einfach für 20 Minuten dem Alltag entreißen. Mit Walt Disney Musik klappt das hundertprozentig und ja, Feuerwerk ist einfach was fürs Herz. Ich selber liebe Feuerwerk, ich mache am liebsten die Veranstaltung fast für mich selber. Eine Show, die bei Jung und Alt gleichermaßen für Begeisterung sorgt. Es war einfach faszinierend, das Feuerwerk zu sehen. Die Farben haben einfach gestimmt, dieses Rot-Weiß-Grün passt einfach zu Walt Disney. Super untermalt mit der ganzen Musik, die da war. Es hat einfach super gut gefallen. Wir sind sowieso Walt Disney-Fans hier, haben alle Filme gesehen und war einfach herrlich herzukommen. Wir würden es immer wieder machen. Geil! Und damit sind wir auch diesmal wieder am Schluss unseres aktuellen Magazins angekommen, von dem ich hoffe, dass es Ihnen wieder ein wenig Spaß gemacht hat. Die nächste Ausgabe stellen wir natürlich pünktlich ab dem 30. August hier bei MyRegio TV für Sie bereit. Bis dahin wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich eine schöne Zeit.